Die ganze Corona-Krise ist nun mehr oder weniger sich ein bisschen am Abflachen und schon fast vorüber. Zumindest hier in der Schweiz haben wir in der Zwischenzeit ganz gute Öffnungen schon erleben dürfen und die Zahlen sprechen für sich. Das heißt, die Leute kommen langsam wieder in den Alltag hinein. Ich möchte mit dir meine Gedanken hierzu ein bisschen teilen, weil mir zwei, drei Sachen aufgefallen sind in den Therapien, die ich jetzt in der letzten Zeit machen konnte. Einfach so ein bisschen, was mit den ganzen Leuten auch passiert ist. Mir ist aufgefallen, dass in der Phase, wo der Lockdown war, ganz viele Leute sich unglaublich viele Gedanken gemacht haben. Gute Gedanken, gut, sie haben über das Leben ein bisschen sinniert, sie haben sich den Job, die Familie, all die Sachen, die sie tagtäglich normalerweise begleiten, ein bisschen Gedanken gemacht und kommen jetzt oftmals in eine Sitzung, um Sachen aufzulösen. Das ist ja grundsätzlich eine unglaublich tolle Geschichte. Es ist unglaublich gut, wenn man sich Gedanken macht. Aber ich möchte hierzu sagen, passt ein bisschen auf. Ein bisschen aufpassen, warum? Ich habe im letzten Podcast einen Input darüber gegeben, die Macht der Gedanken über das positive Denken. Das heißt, das war die Übung am Morgen und am Abend. Und was all das, was du denkst und fühlst und den ganzen Tag in deinem Kopf herumschwirrt, für einen Einfluss auf dich hat. Und ich musste merken, oder ich durfte merken bei meinen Klienten, die ich jetzt auch hatte, die letzten Tage wieder, dass zu viele Gedanken eben auch nicht ganz so gut sind. Ein Beispiel: Ich hatte kürzlich eine Dame, die ist zu mir gekommen und hatte während den letzten 4 Wochen so gut wie keine Arbeit. Heißt, sie durfte nicht mehr arbeiten und war zu Hause und hat sich das ganze Leben so ein bisschen angeschaut. Und sie kam mit einer ellenlangen Liste mit Themen, die sie beschäftigt haben. Da war das Thema Einsamsein, da war das Thema ungute Gefühle, verschiedene Ängste und so weiter. Also es war eine Riesenliste, die voll war mit ganz, ganz vielen Themen. Und ich fand das noch sehr spannend aus folgendem Grund, weil die Dame, die gekommen ist, hat mir eigentlich einen sehr gefestigten Eindruck gemacht. Gefestigt im Sinn von, es hat mich eher erstaunt, dass sie diese Themen hat. Habe dann lange mit ihr diskutiert, eine gute Analyse, Anamnese auch gemacht, wo man dann geschaut hat, woher kommt denn das Ganze? Und was mir aufgefallen ist, ist, dass ganz viele dieser Symptome, die sie jetzt während der Corona-Krise gehabt hat, eigentlich gar nicht zu ihr gehören. Das heißt, sie hatte diese Symptome nicht, bis die ganze Krise jetzt angefangen hat. Das heißt, bis der Coronavirus kam und sie sich angefangen hat, Gedanken zu machen. Sie hat sich, so hart es sich anhören mag, aber ganz viele dieser Eigenschaften oder dieser unguten Verhaltensweisen und Gefühle in dieser Zeit selber erschaffen. Und das hat mich imponiert. Das heißt, ich fand das, wie soll ich sagen, eigentlich schockierend und auf der anderen Seite sehr, sehr eindrücklich auch, wie man in relativ kurzer Zeit sich auch Probleme erschaffen kann, die eigentlich nicht da sind. Und das hat mich dann auch motiviert, diesen Podcast mit dir zu machen, damit ich dir das ein bisschen weitergeben kann, weil die Kraft der Gedanken ist stärker, als wir oftmals auf den ersten Blick denken mögen. Und ich habe das über andere Kunden, Klienten jetzt auch gemerkt, dass einfach die Ruhe, die einherging mit der ganzen Krise, das Alleinsein, das sich besinnen zu sich selber für ganz, ganz viele Menschen gar nicht so einfach ist. Wir sind es uns gewohnt, immer auf Leistung orientiert zu sein. Das heißt, wir müssen etwas tun, um den Ansprüchen gerecht zu werden, oder wir müssen etwas tun, um etwas zu erreichen. Das ist so das ganz klassische kapitalistische Denken, das hier in den Vordergrund tritt. Und in dem Moment, in dem wir die Chance haben, wieder einmal zu uns zu finden, uns zu überlegen, sind wir schon so in diesen Fängen drin, in diesem Hamsterrad drin, dass wir überall da anfangen, ein Problem zu suchen, wo eigentlich gar keines da ist. Wie du bestimmt auch weißt, bin ich ja auch Hypnoseausbilder und mache auch Ausbildungen in Regression oder Affektbrücke genannt. Das heißt, die Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast, sind irgendwo gespeichert und haben einen Einfluss auf dein Verhalten, sei es eine
eine Angst, die vorkommen kann, oder eben auch gute Sachen wie Motivation, positive Gedanken. Also die Vergangenheit, die prägt uns und nährt uns und gibt uns Kraft oder eben nicht, je nachdem, was passiert ist. Und mir ist jetzt wirklich aufgefallen, dass in der Phase drin ganz, ganz viele Leute sich intensiv damit beschäftigt haben, was alles nicht gut ist in ihrem Leben. Dass sie den Fokus darauf gelegt haben, was ihnen eben nicht passt, was sie nicht mehr haben möchten in ihrem Leben, was sie gerne verändert haben möchten, weil es ihnen nicht mehr gut tut, und haben die ganze Zeit nach diesen negativen Aspekten gesucht. Und das Verrückte an der ganzen Geschichte ist, dass das Gehirn, weil es so arbeitet, dass all das, was du ihm sagst und eigentlich vorgibst, wird es in die Realität umsetzen. Das heißt, die Leute haben sich in der Tat ein Problem erschafft in den letzten Wochen, das eigentlich gar nicht sein müsste. Und dementsprechend sind dann aber auch die Therapiesitzungen relativ einfach und relativ simpel, weil man das sehr, sehr schnell auflösen kann. Und ich möchte dir heute eigentlich mitgeben, dass du trotz der ganzen Krise, trotz den ganzen News und Nachrichten, die immer wieder kommen, den Fokus doch lieber auf das Positive legen sollst. Also was kannst du für dich aus dieser Krise mitnehmen? Klar kommen ungute Gefühle hoch beim einen oder anderen. Das ist natürlich, wir sind uns nicht gewohnt, alleine zu sein auf so lange Zeit. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen den Austausch mit anderen Menschen, wir brauchen Gespräche, wir brauchen Menschen um uns herum, die uns gut tun, die uns ein Feedback geben, mit denen wir uns unterhalten können. Es gab ja schon hunderte Jahre zurück Experimente, wo man Babys ganz gezielt den Kontakt zu Menschen entzogen hat. Heißt, man hat sie weder berührt, noch hat man ihnen gut zugesprochen oder irgendeine Form von Aufmerksamkeit gegeben, und die sind ja alle gestorben. Das hat man damals noch so gemacht, sind unglaublich harte Experimente, aber die bringen uns heute sehr viel weiter in der Psychologie, weil wir jetzt wissen, wir müssen uns mit anderen Menschen umgeben. Und die Epigenetik, um einen kurzen Ausflug dahin mal zu machen, Epigenetik sagt ja, dass wenn du eine Stammzelle hast und die sich multiplizieren lässt, bis du genetisch identische Stammzellen hast und eine andere Nährflüssigkeit in eine Petrischale hineinpackst, dann ist je nachdem, wie das Umfeld ist, wird sich diese Zelle anders ausprägen. Das heißt, aus der einen Zelle wird Fettgewebe, aus der nächsten wird Knochengewebe und nochmals eine wird zum Muskelgewebe. Obwohl es genetisch identische Zellen sind. Und jetzt sind wir Menschen ja nichts anderes als eine riesengroße Petrischale, einfach mit Haut umzogen. Das heißt, jeder Gedanke, den du dir machst, hat eine Auswirkung auf deinen Körper. Und deswegen finde ich es angebracht, sich mal Gedanken zu machen, hey, was denke ich überhaupt den ganzen Tag? Tun mir diese Gedanken gut? Nähren die mich? Geben die mir Kraft? Oder tun die mir eben nicht gut? Das heißt, rauben sie mir Kraft? Geben sie mir ungute Gefühle? Oder lassen mich nicht das volle Potenzial leben? Oftmals hast du ja eine Art von Referenz dazu. Also du weißt, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Falls du das nicht hast, kannst du eine ganz einfache Übung machen, indem du die Augen schließt und dir einmal vorstellst, wie du eine Situation nochmals erlebst oder fiktiv erlebst. Das Hirn macht ja keinen Unterschied, ob real oder fiktiv. In der es dir gut ging, also wo du dich wohl gefühlt hast, wo du dich stark gefühlt hast, eine richtig schöne Situation. Und dann schau mal, wie dein Körper reagiert. Das kann die Referenz sein für positive Gefühle. Und dasselbe kannst du machen mit negativen Gefühlen, das heißt, sich an Situationen erinnern oder sich eine Situation vorstellen, in der es dir eben nicht so gut ging. Dieses Gefühl auch mal bewusst wahrnehmen und dann im Verlauf des Tages einfach mal schauen, was tut mir jetzt gut und was tut mir nicht gut. Das erste ist mal das Erkennen. Das zweite, was ich dir ans Herz lege zu machen, ich habe das auch mal probiert, es ist in der Tat nicht ganz so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Versuch mal 2 oder 3 Tage am Stück nur positiv zu denken. Das hört sich komisch an. Ist es auch am Anfang. Das heißt, in dem Moment, wo du merkst, dass ein Gedanke kommt, der dir nicht gut tut,
registriere ihn, nehme ihn wahr, schiebe ihn zur Seite und kreiere eine gute Situation. Das heißt, ein Gedanken oder ein Gefühl, das dir gut tut. Da kannst du die Technik deiner Wahl für verwenden. Es geht nicht darum, das einfach zur Seite zu schieben, sondern vielmehr geht es auch darum, die Situation umzudeuten. Umzudeuten soll heißen, dass du dir überlegst, wenn du ein ungutes Gefühl hast beispielsweise, was könnte mir dieser Moment oder dieses Gefühl oder das, was ich jetzt gerade denke und erlebe, geben? Wie könnte es mich weiterbringen? Was kann ich aus dieser Situation hinaus mitnehmen? Es gibt immer irgendetwas, das du lernen kannst. Und was passiert, wenn du das regelmäßig machst in deinem Gehirn? Es wird anfangen, selbst in negativen Situationen, Situationen, die dir nicht gut tun, positive Aspekte herauszufiltern. Und mit jedem Tag, mit dem du diese Übung machst, wird es dir einfacher fallen, die positiven Gedanken aus Situationen, wo dir etwas nicht gut tut, herausnehmen zu können. Und es ist in der Tat nicht ganz so einfach anfangs. Also ich muss es selber auch merken, es ist eine ganz gute Herausforderung, weil die ganz kleinen Gedanken, nur schon beim Autofahren, da fuhr mir jemand vorne hin, wo ich dachte, oh, wie kann jetzt das sein, das kannst du doch nicht machen. Das Bewusstwerden, okay, ist jetzt ein negativer Gedanke, wieder zur Ruhe zu kommen und das zu reframen, nennt man es ja dann, in etwas Positives. Und so nach dem zweiten Tag habe ich bei mir selber bemerkt, dass da was passiert. Das heißt, es war so wie der Anflug, so die Welle von einem unguten Gedanken, der gekommen ist, weil aber das Gehirn relativ schnell gelernt hat, ach, okay, da wird ja jetzt etwas Positives draus gemacht, hat es sofort die Bedeutung umgekehrt und hat mir ein neutrales Gefühl, nicht immer ein positives, aber doch ein neutrales Gefühl mitgegeben. Und ich fand das schon hochspannend, weil mir auch da erstmals wirklich bewusst wurde, ich habe die Übung schon lange nicht mehr gemacht, wie viele kleine Gedanken eben doch auch negativ behaftet sein können. Ganz alltägliche Situationen, wo ich erstmals nicht dran gedacht habe. Und um auf den Punkt zu kommen, in der Krise, die im Moment gerade ist, um uns herum, es ist ja immer so, dass nicht das, was passiert, zählt oder matchentscheidend ist, sondern was es mit dir tut. Das heißt, lässt du diese Umgebung, all die News, all die Aspekte, die im Moment gerade passieren, an dich rankommen und dich negativ beeinflussen oder nicht? Und mit dieser Übung, wenn du ein positives, negatives Gefühl mal nach vorne holst und dieses Gefühl gezielt nutzt und mal schaust, was tut mir überhaupt gut und was nicht, und die Sachen, die dir nicht gut tun, in etwas Positives oder zumindest Neutrales umwandelst, dann können Wunder geschehen. Ich habe die Übung jetzt mit meinen 2, 3 Klienten auch gemacht, die ich gesagt habe, die anfangs gekommen sind. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viel so ganz kleine Sachen bewirken können. Das ist hervorragend, das ist Wahnsinn, wie nur über diese kleine Gedankensveränderung plötzlich Sachen sich wieder in Luft auflösen. Sei dir deine Gedanken bewusst, pass auf, was du denkst. Und nutze diese Technik zum Reframen, weil dann kannst du dir bestimmt auch die eine oder andere Therapiesitzung damit ersparen. Ich wünsche dir einen wunderschönen, einen tollen Tag mit vielen positiven Gedanken und freue mich, dich das nächste Mal wieder mit beizuhaben.